Hallo und herzlich willkommen zu diesem zweiten Video zur Partialbruchzerlegung. Im vorherigen Video hatten wir uns primär damit beschäftigt, wie wir mit einfachen Polen umgehen können. Jetzt wird das Ganze ein bisschen komplizierter bei mehrfachen Polen. Es gibt zwar nochmal eine extrem krasse Methode, die wird auch Residuenmethode bezeichnet, aber die will ich jetzt hier nicht einführen, weil die doch ein bisschen was anderes ist und ich glaube auch für den normalen Kontext nicht nötig ist. Für extrem krasse Fälle ist es dann doch schon vorteilhaft, sich damit zu beschäftigen. Okay, schauen wir uns jetzt an, wie gehen wir vor. Ihr seht schon, hier habe ich ein Extrembeispiel gemacht. Und zwar seht ihr hier, wir haben S hoch 3, das heißt also es ist dreifach, das ist zweifach und das ist vierfach. Die Grundidee ist ganz einfach. Und zwar schreibt ihr jetzt alle Pole auf, und zwar aufsteigend von der ersten Ordnung bis zur höchsten Ordnung. Okay, S Quadrat plus S hoch 3. Dann mache ich das mal in die nächste Zeile. 1 durch S plus 1 plus 1 durch, oh Mann, jetzt habe ich 1 gemacht. Das soll natürlich nicht 1 sein, weil die Koeffizienten wollen wir ja genau bestimmen. Also S plus 1 plus S plus 1 ins Quadrat plus hier S minus I plus S minus I ins Quadrat plus S minus I hoch 3 plus S minus I hoch 4. Und jetzt hättet ihr sozusagen hier Koeffizienten. Keine Angst, wir werden nicht dieses Beispiel rechnen, sondern ein viel einfacheres, weil das einfach nur hier blödes Rumgerechnen ist. Aber das müsst ihr natürlich auch können. Wie bezeichne ich jetzt die Koeffizienten? Das ist pure Geschmackssache. Manchmal verwendet man Alpha durchgehend für alle und dann würde man sozusagen sagen mit dem ersten Index, welcher Pol das ist und der wievielte Term das ist. Okay, also hätten wir hier rein theoretisch Alpha 1, 1, Alpha 1, 2, Alpha 1, 3, dann hätten wir hier Alpha, weil es jetzt der zweite Pol ist, müssen wir hier 2 machen, dann erster Term Alpha 2, 2 und dann haben wir hier Alpha 3, 1, Alpha 3, 2, Alpha 3, 3 und Alpha 3, 4. Ich mag das persönlich nur dann, wenn ich das Ganze allgemein beweisen will für kompliziertere Terme. Ansonsten würde ich empfehlen, diese Art von Schreibweise, also wenn es nicht zu viele unterschiedliche Pole sind, bei 3 kann man immer noch Alpha, Beta, Gamma und dann würde ich Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3 und dann hier Beta 1, Beta 2, dann hier Gamma 1, Gamma 2, Gamma 3, Gamma 4. Also so kann man das machen. Ihr könnt auch, wenn ihr Spaß und Freude daran habt, anstatt griechische Buchstaben auch A, B, C verwenden. Da halte ich euch absolut nicht davon ab, außer euer Professor hat was dagegen. Also was Blödes wäre natürlich, wenn ihr irgendwann mal so viele Buchstaben habt, dass ihr beim S landet. Das ist natürlich saudämlich. Aber generell nochmal hier so ein Tipp, wie wir direkt diese Alphas bestimmen könnten. Also Alpha 3, also die höchsten, können wir immer auch wieder mit dieser Methode, die wir für einfache Pole hatten, herausfinden, indem wir zum Beispiel mal S hoch 3, also wir streichen den Term hier durch und setzen dann S gleich 0. Also wir könnten Alpha 3, das wäre sozusagen schon meine Prophezeiung, ist sozusagen 1 hoch 2 mal minus I hoch 4. Beta 2, denkt dran, wir streichen den Pol hier raus und setzen die entsprechende Nullstelle hier ein, das wäre minus 1. Das wäre also minus 1 hoch 3 minus 1 minus i hoch 4. Und wir können auch Gamma 4 direkt bestimmen. Okay, hier würden wir sozusagen diesen Pol hier rausstreichen. Das heißt, wir hätten nur noch diesen Term hier. Und wenn wir i dafür einsetzen, dann bekommen wir 1 geteilt durch i hoch 3 und dann i plus 1 hoch 2. Okay, aber ihr seht, wir könnten nur diese hier mit dieser Methodik bestimmen. Das heißt, die restlichen müssten wir über die folgende Methodik lösen. Und zwar werde ich das jetzt nicht an diesem Beispiel, weil es wirklich so eine Qual ist. Also wenn euer Professor euch hasst, dann könnt ihr das wirklich daran sehen, dass er euch so eine Aufgabe in der Klausur reinballert. Beziehungsweise wenn ihr euch so verhalten habt, dass ihr so eine Aufgabe verdient. Okay, das glaube ich zwar nicht, aber ja, schauen wir uns jetzt mal einfach mal diese Aufgabe an. Die ist ein bisschen humaner. Okay, wir gehen also durch und fangen an. Wir schreiben
Alpha 1 s plus Alpha 2 s Quadrat. Und weil es nicht so riesig ist, diese Formel hier, kann ich auch hier jetzt Beta und ich lasse jetzt hier den Index weg, weil das nur ein einfacher Pol ist. Okay, wie gehen wir jetzt weiter vor? Und zwar würden wir jetzt hier alles auf einen gemeinsamen Nenner kriegen. Und das, also diese Methode könnt ihr auch bei einfachen Polen verwenden. Ich würde euch doch eher empfehlen, diese Methode von Euler zu verwenden, die ein bisschen schneller ist. Also hier müssten wir mit s erweitern, dass wir hier dieses s Quadrat haben und mal dem hier, also s, s plus 1, dann plus Alpha 2. Hier müssten wir mit nichts erweitern, nur mit s plus 1. Und hier bei dem letzten müssten wir nur mit s Quadrat erweitern und hätten dann das hier. Okay? Und hier unten hätten wir dann s Quadrat, s plus 1. Und wie gehen wir jetzt weiter? Ihr seht, die Nenner sind gleich. Das heißt, wir brauchen nur noch die Zähler anzuschauen. Das heißt, 1 ist gleich diesem Kerlchen hier. Ich multipliziere mal hier die ganzen Sachen jetzt mal aus. Wir bekommen Alpha 1 s Quadrat, okay, das ist jetzt alles ein bisschen verschoben von der Höhe her. Nun schreibe ich es mal nochmal neu. Also das ist Alpha 1 s Quadrat plus Alpha 1 s plus Alpha 2 s plus Alpha 2 plus s Quadrat Beta. Jetzt sortieren wir sozusagen die Terme zusammen. Wir sehen hier s Quadrat haben wir Alpha 1 plus Beta s Quadrat. Das wären diese Terme. Dann sortieren wir die mit den s. Alpha 1 plus Alpha 2 s plus und dann als letzter konstanter Term haben wir Alpha 2 ist hier. Okay, das heißt, wenn wir das mal mit dem hier da drüben vergleichen, dann ist ja, wenn ich das jetzt hier mal auch in dieser Art und Weise schreibe, dann ist es 0 mal s Quadrat plus 0 mal s plus 1. Das heißt also, das Alpha 2 ist gleich 1. Okay, das ist schon mal super, also wir wissen Alpha 2 gleich 1. Und dann schauen wir uns das hier an. Das sagt ja aus, wenn das hier 0 sein muss, dann muss gelten Alpha 1 plus Alpha 2 gleich 0. Wir wissen aber, dass Alpha 2 gleich 1 ist. Daraus folgt, Alpha 1 ist gleich minus 1. Okay, also wir holen das hier rüber, dann haben wir minus Alpha 2 und das ist gleich 1. Und dann, was wir wissen, ist, dass Alpha 1 plus Beta auch gleich 0 sein muss, weil wir ja keinen quadratischen Term hier drin haben. Wenn wir das rüberbringen, dann wissen wir, Beta ist gleich minus Alpha 1, minus minus 1 ergibt wieder eine 1. Das heißt, wir hätten hier jetzt diese Darstellung gefunden, ist gleich, okay, unser Alpha 1 war, wo ist denn unser Alpha 2? Bin ich jetzt, ja, genau. Also es ist sozusagen, minus 1 durch s plus 1 durch s Quadrat und dann hier plus 1 durch s plus 1. Okay, und ich empfehle das immer, das nochmal kurz für sich selber Probe zu rechnen, weil darauf beruht dann später der Rest, den ihr rechnet. Also ob ihr das jetzt integriert oder was ihr machen wollt. Und ihr fragt euch vielleicht Partialbruchzerlegung, habt ihr vielleicht auch einen anderen Kontext, zum Beispiel bei der Integration, das ist eine sehr beliebte Methode. Ihr seht, wenn ihr das versuchen würdet zu integrieren, ist sehr, sehr schwierig. Hier würdet ihr sehen, das sind relativ einfache Funktionen zu integrieren. Also hier kriegt ihr ein ln und hier habt ihr sozusagen Potenzfunktion, hier auch ln. Das heißt, auch für unsere Methode ist es sehr, sehr wichtig, dass das richtig ist, sonst ist das Ergebnis falsch. Daher machen wir das mal schnell. Das heißt, hier müssen wir erweitern mit s und s plus 1. Hier müssen wir erweitern mit s plus 1 und hier müssen wir erweitern mit s Quadrat. Und dann haben wir s Quadrat s plus 1 und dann sehen wir s Quadrat, also minus s Quadrat und das fällt raus, minus s und das fällt raus, also haben wir s 1 geteilt durch s Quadrat s plus 1 und fertig wären wir, okay? Also ich hoffe, ihr habt die Methode so einigermaßen verdauen können. Das ist eigentlich nicht schwierig, sondern das ist relativ rechenaufwendig. Ist nicht so einfach wie bei einfachen Polen. Aber wir können auch mal hier nochmal ganz kurz checken, ob wir dieses Alpha 2 hätten auch direkt rauslesen können. Erinnert euch dran, wir streichen den gesamten Pol raus und setzen s gleich dem Pol, das wäre also 0 plus 1, das wäre wirklich 1 gewesen. Also wir hätten es auch mit der Euler-Methode und auch Beta hätten wir so rausfinden können, wenn wir das durchgestrichen hätten
Und der Pol ist ja sozusagen minus 1 und dann minus 1 hier einsetzen, bekommen wir auch 1. Also auch mit der Euler-Methode hätten wir die beiden, hätten wir bekommen können und das wäre noch offen geblieben. Also häufig, also ich persönlich mache das eigentlich, dass ich die höchste Potenz mit Euler bestimme, dass ich nicht so viele Unbekannte mehr drin habe, sondern das Ganze reduziert ist. Ja, das wäre schon von meiner Seite. Falls ihr Fragen, Anregungen oder sonstiges habt, meldet euch einfach, schreibt es da rein. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich darauf zu antworten. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, bestimmte Aufgaben, die euch interessieren würden, die ihr gelöst haben wollt, schreibt sie gerne rein, dann versuche ich das, also wenn es in diesem Kontext ist, jetzt mir nicht auf einmal sagen, zu Weihnachten verschenkt der Weihnachtsmann so viele Kekse, so viele, keine Ahnung, irgendwas, und dann soll man den Preis davon berechnen, kann ich zwar auch machen, aber primär, wenn ihr euch auf so ein Video bezieht, immer versuchen, irgendwie auch darauf bezogen, irgendwie die Fragen zu stellen. Okay, das wär's von meiner Seite, macht's gut und ciao!